Hallo ihr Lieben, heute backen wir leckerstes Fladenbrot. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Für zwei Fladenbrote braucht ihr 500 Gramm Mehl Typ 550, das ist ganz wichtig, 1 Würfel Hefe, 2 Teelöffel Salz, 1,5 Teelöffel Zucker, 30 Gramm weiche Butter, 20 Gramm Olivenöl, 100 Gramm Joghurt und 190 bis 250 Milliliter lauwarmes Wasser. Außerdem braucht ihr später noch einen Eidotter, 2 Esslöffel Wasser und 1 Esslöffel Olivenöl, sowie Sesam und Schwarzkümmel. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es auf koch-kino.de. Als erstes wird die Hefe zerkrümelt und zusammen mit etwas Zucker in einem Teil des Wassers aufgelöst. Anschließend wird das Mehl in eine Schüssel gefüllt, eine Mulde geformt und die Hefe hineingegossen. Mit etwas Mehl bedeckt sollte das Ganze 10 Minuten gehen. Anschließend werden alle Zutaten bis auf Butter und Olivenöl dazugegeben und grob miteinander verknetet. Im nächsten Schritt kommen noch Butter und Öl hinzu und der Hefeteig wird 5 Minuten weiter geknetet. Der Teig darf ruhig noch etwas kleben. Mit Frischhaltefolie oder einem feuchten Geschirrtuch abgedeckt, muss das Ganze eine Stunde gehen. Nach der ersten Gehzeit wird der Teig kurz durchgeknetet und zu zwei Kugeln geformt. Mit Mehl bestäubt und locker abgedeckt, sollten die Teigkugeln dann nochmal so 20 Minuten gehen. Nach dieser Zeit werden die beiden Teiglinge vorsichtig zu Fladen geformt. Der Teig sollte dabei nicht mehr geknetet werden. So kommen die Fladenbrote dann jeweils auf ein mit Backpapier oder Dauerbackfolie belegtes Backblech. Das Eidotter wird mit Wasser und Olivenöl verquält und auf den Broten verteilt. Anschließend wird mit den Fingern das typische Schachbrettmuster in den Teig gedrückt und die Brote nach Belieben mit Sesam und Schwarzkümmel bestreut. So kommen die Fladenbrote anschließend bei 180 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen. Nach ca. 20 bis 25 Minuten sind sie fertig und duften himmlisch. Die Backzeit richtet sich nach der Dicke der Fladenbrote. Sie sind wunderbar fluffig, luftig und schmecken herrlich. Unbedingt ausprobieren! Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.